Herzlich willkommen zurück beim schönsten Ort der Welt. Da kann auch selbst Disneyland nicht mithalten oder Disney World. Ja, es ist traumhaft hier. Ich fühle mich wohl und wir spielen jetzt Laura. In der letzten Folge haben wir ja unsere Rollen mal getauscht. Jetzt bin ich also derjenige, der hier den Robert retten muss, der oben am Haken hängt oder am Seil hängt. Naja, mal gucken, ob wir ihn retten können. Können wir das Schild denn mitnehmen? Weil sie scheint ja ein bisschen stärker und pfiffiger zu sein als Robert. Na, nimm das Schild. Das kann ich nicht verwenden. Gut, dann nehmen wir da oben das Schild. Damit kann man nichts machen. Doch, kannst du hinstellen. Und warnen. Achtung vor dem Hunde oder so. Naja, wir haben also nichts dabei, außer kleine Dose. Ja, den Gag habe ich in der letzten Folge schon gemacht. Was können wir denn machen? Können wir nochmal mit Schroff reden? Was sagt sie denn? Was denkt sie denn über Schroff? Ja, laube über meinen Schwanz drüber. Das tut dem bestimmt nicht weh. Was ist das denn für ein Vieh? Hallo? Das ist Schroff, das ist unser Freund, zumindest von Robert. Naja. Igitt. Na? Es gibt wirklich widerliche Kreaturen in diesem Wald. Diese Kreaturen haben zufällig Ohren und Gefühle, die man verbrechen kann. Du kannst reden? Was für ein komisches Tier bist du denn? Also, ich darf doch sehr bitten. Euer Begleiter war sehr viel netter als ihr, junge Dame. Außerdem ist komisch das falsche Wort. Es sei denn, ihr findet es lustig, wenn Lebewesen eines grausamen Todes sterben. Kommt drauf an, um wen es sich handelt. Ich glaube schon, dass sie da ihren Spaß dran hat. Gut, wir gehen die ganze Sache auch nochmal durch. Was ist das denn? Moor? Aha, Pandur? Pandur? Ach, guck mal, der Windmönch oben, da heißt Pandur. Wissen wir das auch schon? Was soll an dir denn so gefährlich sein? Ich gehöre zufällig zu der äußerst gefährlichen Spezies Schroff. Aus der Familie der vernunftbegabten Amphibien. Und das heißt? Das habe ich eurem Gatten schon erklärt. Mein Körper besteht zu 96% aus tödlichen Giften. Bis auf diese Stelle an meinem Kopf, die kratzt einfach nur. Habt ihr gerade Gatte gesagt? Ja, und dass ich sie jederzeit umbringen könnte. Er ist nicht mein Gatte. Wie kommst du da nur drauf? Hallo? Ich bin tödlich. Ich bin nicht verheiratet. Und ich habe eine trockene Stelle am Kopf. Wir haben alle unsere Probleme. Klasse. Ja, sollen wir die trockene Stelle mal untersuchen? Eine trockene Stelle? Ja, ich habe sehr sensible Haut. Es juckt höllisch. Und ich kann mich nicht kratzen. Aber das habe ich eurem Gatten schon erzählt. Sagt Hört auf, das nichts. Zu sagen. Ich kenne ihn erst seit einer halben Stunde. Ach, meint ihr nicht, dass eine Hochzeit dann etwas überstürzt war? Zum letzten Mal. Er ist nicht mein Gatte. Und wenn du das nochmal behauptest, wird die kratzende Stelle dein kleinstes Problem sein. Kein Grund, so aus der Haut zu fahren, junge Dame. Ich bin etwas gereizt, weil die Stelle auf meinem Kopf mich so kratzt. Na gut, du vernunftbegabte Amphibie. Warum tust du denn nicht einfach was drauf? Was schlagt ihr vor? Ich weiß nicht. Eine Creme? Creme? Bitte! Ich verwende nur homöopathische Mittel. Das Wort hast du dir doch gerade ausgedacht. Aber an sich ist es eine gute Idee. Dafür, dass ihr so überaus tölpelhaft redet, scheint ihr gar nicht so dumm zu sein. Vorsicht. Eine Marktlücke auf jeden Fall. Wie können wir diese trockene Stelle an den Kopf denn behandeln? Hättest du bessere Laune, wenn die Stelle nicht mehr jucken würde? Ich denke schon, aber kratzen kann ich mich nicht. Hätten Sie vielleicht die Freundlichkeit? Boah! Lieber würde ich meine Hand in kochendes Wasser stecken. Witzig, dass Sie das sagen. Der Effekt wäre nämlich ungefähr der gleiche. Ja, die mögen sich auf jeden Fall. Mal gucken, ich bleib auf jeden Fall dran. Warum besorgst du dir denn nicht einfach einen Balsam oder sowas? Ich kann hier leider nicht weg. Wie ich ihrem Gatten? Er ist nicht mein Gatte. Schon sagte, meine Krallen schneiden sich durch beinahe jeden festen Untergrund und ich kann mich kaum fortbewegen. Nun ja, vielleicht hätten Sie ja die Freundlichkeit. Falls ich irgendwo in diesem Wald einen Make-up-Verkäufer finde. Bestimmt, ganz bestimmt. So, was hat es mit dem Moor auf sich? Erzähl uns doch darüber etwas. Was für ein widerliches, stinkendes Schlammloch. Danke. Das ist mein Zuhause. Es ist vielleicht kein Palast, aber es gehört mir allein. Um Gottes Willen, du wohnst hier? Durchaus. Es bietet viele Möglichkeiten der kreativen Gestaltung. Womit denn? Oh, hier ist schon einiges versunken.
Eine Vase, eine alte Unterhose und mehr Pfeiler, als ich jemals zählen könnte. Und da hinten bei den Stängeln, die wie Farnkraut aussehen, liegt die Brille von dem Verrückten auf dem Baum. Farnkraut? Wo ist denn hier Farnkraut? Okay. Können wir nochmal mit Moa reden? Nee, ne? Glaub ich, ist vorbei. Woher weißt du, wo all die Gegenstände versunken sind? Okay. Nun, hier passiert nicht viel. Wenn etwas ins Moor fällt, plumps, ist das schon ein denkwürdiges Ereignis. Also du sitzt hier und guckst den ganzen Tag in der Gegend herum? So wie Sie es beschreiben, klingt das nicht gerade nach einer inspirierenden Tätigkeit. Ich meinte nur, das hört sich echt langweilig an. Ich weiß. Ja, gefährliches Ding mit Humor, nicht schlecht. So, erzähl uns mal ein bisschen was über den Pandur. Rückkehr aus Panduria quasi. Weißt du zufällig etwas über den verrückten Alten, der da oben im Baum wohnt? Ach, der Alte, der euren Gatten in die Falle gelockt hat. Er ist nicht mein Gatte. Und ja. Nun, das ist ein verrückter Windmönch. Sehr aggressiv. Ihr würdet euch wahrscheinlich gut verstehen. Witzig. Ich weiß nicht viel über ihn. Er schimpft nachts leise vor sich hin, baut überall Fallen und ist fast taub. Und seit ihm seine Brille ins Moor plumps gefallen ist, ist er auch noch blind. Mhm. Ja, was? Zur Brille kommen wir gleich. Ich möchte noch mehr über ihn erfahren. Der verrückte Kerl ist ein Windmönch? War ja sowas von klar. Den kann man einfach nicht trauen. Reden Sie mit mir? Nein. Schrufs kann man nämlich auch nicht trauen. Boah, du bist so fies. Das ist doch ein lieber Kerl, Mensch. Gut, was hat es denn mit dieser Brille auf sich? Die Brille von dem verrückten Alten liegt da im Moor? Ja, Brillen werden gerne verwendet, um Bücher zu lesen. Was ein Buch ist, wisst ihr? Sicher, dass es vernunftbegabte Amphibie heißt? Und nicht, wir sind vom Aussterben bedroht, weil wir nicht die Klappe halten können, Amphibie? Oh. Vertrauen Sie mir. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich nämlich studiert. Mhm, und wo hast du studiert? Naja, gut, wir wollen nochmal Brille. Naja, gut, mal gucken, was passiert. Sicher, dass die Brille bei dem Farnkraut liegt? Das ist kein Farnkraut, das sind Pfeile. Der Alte hat seine Brille fallen lassen, plumps, und aus Wut ein paar Mal auf die Stelle geschossen. Das müsste dann das hier sein, oder? Also, sonst sehe ich hier nichts. Okay, wir sind durch. Mir reicht's, ich gehe jetzt. Ja. Ach, Sie kommen wieder. Glauben Sie nicht, dass ich die knisternde Schuhe zwischen uns nicht bemerkt habe? Ja. Wow. Mir ist gerade tatsächlich zu schlecht, um mich zu übergeben. Der Spruch ist auch gut, den kann man sich merken. Gut, wo ist denn hier das Farnkraut? Ah ja, trockene Stille. Aber wo ist das Farnkraut? Moor? Wo soll denn hier ein Farnkraut sein? Ja. Wir schauen uns erstmal die trockene Stille beim Schrof an. Ich kenne mich ja nicht so sehr mit Hautkrankheiten aus. Aber das sieht aus, als sollte man etwas draufschmieren. Was haben wir denn zum Draufschmieren? Wir haben nur eine kleine Dose, die ja leer ist, ne? Das bringt so gar nichts, denke ich mal. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Ja, ist ja okay. Moor. Es gibt ja die Moor- oder die Schlammtherapie. Vielleicht hilft es, wenn wir da etwas Moor draufpacken. Aber ich glaube, dafür müssen wir mal die Dose nehmen und da was reinfüllen. Ah ja, guck mal. Sie geht hin. Läuft aber ein Schwanz, na klar. Wow. Dann hätte ich einen ganzen Tropfen Moorwasser für mich alleine. Damit könnte ich eine winzige Pfütze machen und darin etwas sehr Kleines versenken. Nein, ernsthaft. Was soll ich damit? Was? Was soll das denn? Du sollst was nehmen und da draufpacken. Ist das denn so schwer zu verstehen? Ach, Mann, ey. Zum Baumhaus? Okay. Wo zum Teufel? Stelle im Moor? Vielleicht klappt es ja da hinten mit der Stelle im Moor. Netter Einfall. Ja. Nett ist nicht gut genug. Verdammt nochmal. Wie können wir dem Kleinen denn helfen hier? Vielleicht können wir was von der Bremsspur nehmen. Ist ja so fast ja, so gut. Nein. Gut, dann halt nun mal nicht. War ja nur ein Versuch. Können wir hier noch was nehmen? Nö. Aber oh, wir können die Aussicht mal genießen. Das ist ja auch schön. Pass auf. So. Aussicht genießen. Ganz romantisch. Die Welt wird immer dunkler. Oder doch nicht so romantisch. Können wir damit irgendwas machen? Nein, dort wartet Conroy darauf, mich umzubringen. Ja, dann sollten wir da auch nicht hingehen. Da hast du vollkommen recht, Mädel. Wo soll denn das Farnkraut sein? Vielleicht hänge ich mich dazu sehr auf. Ich weiß auch nicht.
kann natürlich sein. Wir gehen mal hier rüber. Hier ist irgendwie nichts, was wir machen können. Und mit unserer kleinen Dose können wir auch nicht groß was ausrichten. Hier geht's zu einem Baumhaus, was ich interessant finde. Hier hinten ist das noch ein Schild. Achtung, das habe ich noch gar nicht gesehen. Gucken, was da drauf steht. Vielleicht hilft es uns ja. Auf Körperteile ist selbst Acht zu geben. Für verlorene Gliedmaßen wird keine Haftung übernommen. Entschuldigung, da muss ich mal husten. Also, Körperteile, ne? Müssen wir darauf achten. Ist ja eigentlich... Ach, hier, Schilf. Guck mal hier. Aha. Was für eine idiotische Pflanze. Genau, vollkommen hohl. Ja, so wie du. Oh, hab ich das jetzt gesagt? Ich wollte das eigentlich nur denken. Ja, sieht mal aus wie Würstchen an dem Stock hier. Ich würde am liebsten Lagerfeuer machen und die hier mal brutzeln. Können wir uns davon was nehmen? Yeah, Schilfrohr! Mehr können wir uns nicht nehmen, ne? Nö, können wir nicht. Können wir denn mit dem Schilfrohr jetzt was in der Stelle im Moor machen? Ah, ja. Ja, ich kann die Brille ertasten. Genau wie der Schroff gesagt hat. Aber ich kann sie damit nicht herausziehen. Können wir das denn kombinieren? Netter Einfall. Ja. Aber nett ist nicht gut genug. Ich hab's mir schon gedacht. Gut, wir wissen jetzt, dass wir die Stelle im Moor... Der Schroff meinte, hier soll eine Brille versunken sein. Ja, Melly. Ich frag mich, was sich in den Untiefen dieses Moors noch so versteckt. Ein zweites Moor. Das ist quasi die Moor. Ja, der war jetzt nicht so gut. Gut, okay. Hier ist noch ein Schild. Gucken wir das auch noch an. Fallen sind Eltern haften für ihre Kinder. Was steht da drauf? Was steht da drauf? Fallen sind Eigentum des Eremiten. Eltern haften für ihre Kinder. Ah ja, okay. Okay, die Stelle im Moor. Wie kämen wir jetzt an die Brille, ist die Frage. Also die Brille müssen wir haben, weil es ist wahrscheinlich ein Utensil, was wir brauchen, um das Rätsels Lösung hier zu... Ja, ihr wisst schon, ne? Ihr wisst, was ich meine. Bin ein wenig verwirrt. In den Wald zum Baumhaus. Zum Baumhaus geht es quasi wahrscheinlich... Ja, Baumhaus ist da, wo der alte Haus. In den Wald können wir noch gehen. Warte, wir gehen erstmal hoch. Wir haben ja jetzt ein Schilfrohr, quasi so eine Art Stock, womit wir... vielleicht den Brustbeutel oder so kriegen. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren das einfach mal aus. Schauen den Ladebildschirm an und genießen ihn. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Oh, der hängt da noch. Aber hat noch immer keinen blauen Kopf. Das Blut muss jetzt eigentlich in den Kopf fließen. Da ist eine Spinne. So, pass auf. Wir versuchen mal, den Brustbeutel mit dem Schilfrohr zu kriegen. Los. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Du kleine... Ja, ist egal. Na, dann kriegen wir die Mütze auch nicht. Ja. Nein. Gut, hab verstanden. Kriegen wir den Pfeil dann damit raus? Ernsthaft? Ja. Du steckst ihn hier drauf, klebelst ihn rum, Pfeil ist dir. Mann, 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 Mann. Da ist ein Haken. Eine Wäscheleine, die wahrscheinlich auch sinnvoll wäre. Ein Haken wäre cool, den könnte man an das Schilfrohr machen. Können wir den Haken irgendwie dran? Moment, können wir irgendwie am Haken dran? Moment, Moment. Na? Langsam ist es Verzweiflung, oder? Du hältst jetzt mal den Rand. Mist. Ja, ich glaube, hier können wir nichts ausrichten. Robert! Dieser Trottel. Ich sollte ihn ein... Nein, wir lassen ihn nicht da hängen. Das haben wir ja schon geklärt. Mit ihm reden? Ich weiß nicht. Hey, Flötennase! Robert! Hier! Laura! Mann, bin ich froh, dass du hier bist. Ich fühle schon meine Beine nicht mehr. Oh. Ja, nee, ist klar. Gut zielen kann er auch nicht. Ohne Brille vor allen Dingen. Ja, lad nochmal nach. Mit wem ganz wichtig. Redest du da? Nur mit mir selbst. Hallo Robert. Na, wie geht's? Bitte töten Sie uns nicht. Ich muss Flötennase da wirklich runterholen. Er dreht langsam durch. Und ich langsam auch. Oh wei, der Haken schneidet in das Seil rein. Ja, wollen wir nochmal mit ihm reden? Ich weiß ja nicht. Robert! Wenn du mich hören kannst, gib mir ein geheimes Zeichen. Okay, wie ist denn das geheime Zeichen? Alter. Oh Mann, oh Mann. Oh! Oh, oh, oh! Junge, wenn ich jemanden zum Reden haben wollte, hätte ich mir einen Papageien gefangen. Laura, tu was. Es tut mir leid, ich dachte eigentlich, das Seil reißt. Und dann was? Ich wäre einfach runtergefallen. Ja, aber du wärst doch in dem weichen Sumpf gelandet. Stimmt. Oh, 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 oh. Hat den Pfeil getroffen. Das Problem ist, der holt... Hast du keinen Respekt vor einem Windbrunnenwächter?
Entschuldigung. Problem, er holt auch immer mehr Pfeile hier raus und die Pfeile werden nicht weniger, habe ich den Eindruck. Aber er hat den Pfeil getroffen. Vielleicht können wir ihn ja jetzt nehmen. Er steckt zu fest. Ah. Vielleicht sollten wir weiter mit Robert reden. Vielleicht reißt das Seil und vielleicht trifft er auch hier den, ja, den Pfeil. Probieren wir es einfach mal aus. Psst. Hey, Flückengesicht. Hier drüben. Ja, schieß auf den Pfeil, schieß auf den Pfeil. Hm? Was war das? Wer auch immer da ist, ich sehe dich vielleicht nicht, aber ich kann dich hören. Klar kannst du das. So, hast du ein riesiges Rohr. Oh, that's what she said, Teil 2. Vielleicht können wir es jetzt nehmen. Er steckt immer zu fest. Noch. Aber er zieht ihn nicht mehr hoch, glaube ich. Wir versuchen es noch einmal. Hey, Flippen. Ja. Mal gucken, was passiert. Er schießt. Trifft erneut den Pfeil. Aber zieht ihn, glaube ich, nicht mehr hoch. Nee, er lädt nur nach. Was war das? Wer auch immer ich ja, sehe. Ja, du kannst mich hören. Das heißt, den Pfeil werden wir nicht kriegen. Nee. Er steckt zu fest. Leider. Kombinieren konnte man das auch nicht, ne? Ja. Na, nee, ist klar. Gut. Okay, das hat alles keinen Sinn. Wir gehen wieder zurück. Hab verstanden. Ladebildschirm. Das wird das neue Thumbnail. Nee, Quatsch. Dum, didum, 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 didum. Vielleicht müssen wir dann doch weiter in den Wald reingehen. Ach so, ja klar, der Haken. Gucken wir uns den erstmal an, bevor wir ihn nehmen. Der Haken, den ich Pandor geklaut habe. Hast du auch sehr gut gemacht. Geklaut vor allen Dingen. Der ist halt einfach so abgefallen, Mädel. Du verwechselst da was. So, wir haben einen Haken. Den machen wir mal mit dem Schilfrohr zusammen. Yeah! Schilfrohr mit Haken. Wunderbar. Und da können wir jetzt die Dose mal machen. Keine gute Idee. Oder auch nicht. Auf jeden Fall können wir jetzt bestimmt die Brille rausholen, oder? Oder? Na? Ha, hab ich dich. Wow, da hat jemand offenbar zwei dicke Lupen zusammengeschraubt. Ja. Schauen wir uns die Brille mal an. Sieht aus, als hätte jemand zwei Lupen zusammengeschraubt. Okay, keine neue Erkenntnis, ist auch gut. Warum kann ich das Phosphor nicht nehmen? Das ist doch hier direkt griffbereit und so. Gut, wir haben auf jeden Fall die Brille. Das war mein größter Wille. Einmal eine schöne Brille. Und ich glaube, wir gehen jetzt als nächstes mal in den Wald und gucken, was da auf uns wartet, oder? Was denkt ihr? Ich denke, sonst können wir hier nichts machen. Können wir die Dose damit benutzen? Netter Einfall. Du hältst jetzt mal den Rand, Fräulein. So, und wir gehen in den Wald. Zack. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Der Ladebildschirm. Ach, wunderbar. Ich freue mich. Ja, was wird uns im Wald erwarten? Voller Gefahren? Mal gucken. Was geht denn hier? Ich dachte, das wäre so ein ganz gefährlicher Wald und überall lauern jetzt Gefahren, Fallen, wie auch immer. Und da treffen wir hier auf komische Typen. Ist ja fast wie in der Innenstadt hier. Komische Typen. Krass. Naja, ich würde mal sagen, an dieser Stelle brechen wir die Folge mal ab. Und in der nächsten Folge quatschen wir mal mit den komischen Typen. Ich weiß noch nicht, was es hier alles auf sich hat. Aber das werden wir erfahren. Wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Yeah, mein größter Wille, wir haben endlich die Brille. Wunderbar, was mit dieser Brille anzufangen, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Wir haben komische Typen getroffen in diesem ganz verlassenen Wald. Treffen wir auf komische Typen, keine Ahnung, das Spiel, das macht mich gerade etwas konfus. Ich werde auch noch eine Folge aufnehmen, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Wenn ihr diese Folge sehen wollt, klickt ihr unten auf nächste Folge, also sobald die Folge raus ist, selbstverständlich. Ansonsten könnt ihr so lange ruhig auf Abonnieren klicken, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen erstmal und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön und tschüss!